Jo, hallo und herzlich willkommen. Assassin's Creed 3, fliegender Wechsel jetzt hier. Ja, wir sind gerade aus dem Gefängnis Es ist entkommen und... beeindruckend, was Oh. du alles erreicht hast. Okay, ich halte die Schnauze. Ist das ein Kompliment? Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein, das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil, aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige, nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist, aber zieh diese Männer nicht hinein. Die Tür benutzen. Ja, tut mir leid, Opa, ich habe keine andere Wahl. Ich kann bloß mit Einzelnen agieren. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Sequenz beendet. Ja, Unabhängigkeitserklärung. Alter, schwieriges Wort. Hier früh am Morgen. Ach, jetzt früh am Morgen. Was haben wir denn überhaupt hier? 11.20 Uhr? Sag ja, früh am Morgen. Oh! Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Nein. Oh, das ist hässlich. Also ich meine, die Ausflüge sind ja allgemein hässlich, aber das ist richtig bescheuert, weil da stehen so viele Wachen und du weißt nicht, ob sie dich sehen oder nicht. Weil es kein Hut gibt, hier wo du irgendwas sehen kannst. Genau wie eine Lebensanzeige haben wir auch nicht. Obwohl du hier Leben hast. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Warum können die nicht einfach vorbeigehen? Warum ruft einer die Security? Hey! Warum stehen überhaupt Wanted-Bilder von mir? Moment. Achso, die sagt es jetzt noch. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren. Aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Schau einfach ein. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Billetti, por favor. Kai, jetzt die Wahl? Geht nicht. Hey! Olha por onde anda! Ich drück B und da kommt nichts. Scheiße. Ist doch doof. So, jetzt mit. Ah, sie ist da! Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Wer ist hier? Man sieht ja doch, wer ihn sieht. Ah, alles klar.
Rennt der jetzt mit? Jetzt rennt der dahin. Ey, ich fass es nicht. Jetzt. Okay, ich sag mal, sehr gut, dein Ziel ist definitiv in der VIP-Zone. Der Eingang ist am Ende dieser Halle. Was der View ist, Jomi? Jomi ist der gute, mit super, das ist der Kontrollpunkt. Los, versteck dich! Hab schon. Bleib schön in der Menge, dann ist alles okay. Oder suche einen Weg außen herum. Ele está aqui! O homem dos cartazes! Aquele cara tá maluco! Ich komme näher. Scheiße! Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Die Security ist hier zu sehen. Não me deixar entrar. Vou perder emprego. Temos que verificar sua identidade. Não tenho nada. Como assim? Olha, aconteceu. Só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Yep, tá comigo. Sente muito. Ela é minha irmã, cara. A porra da minha irmãzinha. Alles klar. Was haben 20 Minuten? Untertauchen! Tubas! Ja, ist doch gut. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? Qual é o seu problema? Alguém chama a segurança! Aquele cara tá maluco! Qual é o seu problema? Und ich bin ja nicht mal versteckt. Hey! Oh, ja, ich hab was sehr gut. Untertauchen! Tubas! Hä? Benutzt die Stege zu. Hä? Ach so! Mann, super. Wie soll ich denn an den Typen vorbeikommen? Andere Seite? Man könnte. Kann man den umbringen? Weil ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt hier in die Menge stelle. Weiß ja in die Menge, in die drei Leute da. Ob ich denn untergetaucht bin? Ich denke mal fast nicht. Weil das meine ich, man sieht nicht, ob man ist mal jetzt versteckt oder nicht, oder wie, oder was. Mal funktioniert wirklich, ich fasse es nicht. Hier kann man sich auf. Die Energiequelle ist in einem der Räume da oben. Nö, kick mir erstmal hier noch ein bisschen was an. Los, box ihn nieder! Komm schon! Nee, komm. Wir wollen mal ein bisschen ernst bleiben. Oh. Zack. Alter! Was säuft die denn da? Wie groß die Flasche einfach bloß ist? Tja. Ah, na super. Nee, langsam am besten. Schnappt ihn euch! Aquele cara tá maluco, é o seu problema. Alguém chama a segurança! Qual é o seu problema? Aquele cara tá maluco! Alguém chama a segurança! Ah, verdammt! Ich hab's versaut, Wolf. Ich hab's versaut. Ah, genau. Das war die Scheiße hier. Man sieht nicht, ob die jetzt gerade angreifen. Boah. Zack, jawoll! Alles klar, da muss ich mit A ran. Zack, Junge!
Nein, 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 nein! Benutzt das Ding als Anhänger, bitteschön. Okay, also Metro, ich halte den Zug für dich an. Qual é o seu problema? Aquele cara. Ah, falsch. Alguém está para segurança! Achso, aber kann ich helfen durch. Dann haben wir das bescheuert jetzt auch geschafft. Also das ist wirklich scheiße. Man sieht echt nicht, ob sie angreifen. Das hätte man auch anders machen können. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Tja, was machen wir? Ja, natürlich noch mit der Energiequelle erstmal, weil die müssen wir eh anbringen, wenn wir fertig sind mit dem Spiel. Ach, jetzt ist er wieder zu. Was ist dein Pfad? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort. Und dachten, sie können uns retten. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Fantasie wurde zu Wirklichkeit. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Oh Mann, jetzt wird es langsam verwirrend hier. Und Sci-Fi-mäßig. Könnten so, also die ganzen Teile hier mit Desmond können die ruhig wegmachen. Ich meine, mit Desmond mal so ein bisschen rumzulaufen, habe ich gar nicht dagegen wie beim ersten oder zweiten Teil. Aber jetzt hier so eine Kacke, muss nicht sein. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Faszinierend.
Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart, ich sah seine Aktivierung und dann das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. Oh Mann. Ganz vergessen, ihr habt das. Also aus welchem Grund? Also ist da. Weil er die Olle da umgebracht hat, aus welchem Grund? Ob man das wirklich gesehen hat? Okay, wir müssen da hinten. Oh, super. Die Jacke letztes Mal auch ewig gebraucht. Mal kicken, vielleicht geht's jetzt besser. Ob man damals auch so gesehen hat, was er gerade gesagt hat, er konnte sich entscheiden, also dass er dann gesehen hat, dass sie, wow, halt, die anderen betrügen wollte und so weiter und mit dem Satellitenstart und bla bla, ob man das gesehen hat. Müsste man Brotherhood zuspielen? Habe ich ja eigentlich nicht gespielt, aber nun spiele ich ja den dritten Teil. Der wird denn danach folgen. Also bin momentan echt im Assassin's Creed Fieber, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt den dritten gespielt, dann den zweiten nochmal. Brotherhood wieder angefangen. Zwischendurch auch mal den ersten, weil ich den noch nie durchgespielt habe. Der muss auch unbedingt nochmal. Und dann jetzt wieder den dritten. Ich glaube, hier war das. Ja, das sieht gut aus. Und dann kommt ja im Oktober der vierte, Black Flag. Der sieht auch ganz lustig aus eigentlich. Hä? Ja, steht sie nicht. Nicht schlecht. Ach ja, ein Energiestrahl brauchen wir, oder? Dann war's das. Welche Geschichte der Tempel mir heute wohl erzählt. Sagt die Zeit? Oha. Wir können noch zurück. Das schaffen wir noch. Und zack, Junge. Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann, ich weiß nicht, irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel beschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Die Beliebig-Taste drücken. Na super, ich hab keine Beliebig-Taste. Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Ich bin dann soweit, Desmond. Der Winter naht. Nein! Die Luft ist still und voller böser Vorahnungen. Die anderen spüren es auch. Winter. Und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen.
Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen, aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. 1777. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst eine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es? Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es dem Templerorden, so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein. Nicht, wenn Männer wie du das Sagen haben. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Da streiten sich aber relativ viel. Hey, haben wir mal nicht so rum. So, okay, das war schon wieder mit dieser Folge von Assassin's Creed 3. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein und ja, bis dahin reingehauen.